Liv Marie, Liv Funke, liebe Freunde der Blauen Funken. Zurzeit ist es ja durchaus etwas kompliziert, zum Essen in ein Restaurant zu gehen, mit Freunden oder aber auch alleine. Und wir hätten da einen Tipp für euch. Kocht doch einfach mal für euch oder aber auch für eure Lieben ein typisches Gericht aus der kölschen Foderkart. Und wir haben uns dazu natürlich einen Freund und Küchenchef eingeladen, ein langjähriger Freund, lieber Peter Hettinger, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Blaue Funken Kochschule. Lieber Peter, ich habe eben schon gesagt, ein typisches Gericht aus der kölschen Foderkart. Fangen wir doch direkt mal an mit Himmel und Ät. Jawohl. Wir sind gespannt, was brauchen wir da für Zutaten? Von mir auch erstmal einen schönen guten Tag an alle. Also Himmel und Ät ist ja ein typisches kölsches Gericht und wie der Name schon sagt, der Himmel, das sind die Kartoffeln, die Äpfel in dem Gericht. Die Erde sind die Kartoffeln. Diese Dinge werden zubereitet, indem man die Äpfel schält, teilweise auch nicht schält und Würfel schneidet und mit ein wenig Apfelsaft und Zucker im Topf schön weich kocht. Die Kartoffeln werden geschält, auch wieder grobwürfelig geschnitten und in Salzwasser gekocht. Ich denke mal so 20 Minuten dürften das sein. Kann man auch nochmal probieren, ob es dann fertig ist. Dann wird das Ganze zusammen in den Topf gegeben, mit Milch, Butter und Sahne und Zucker, Salz abgeschmeckt. Und dann wird da ein Brei draus gemacht. Das ist also die Himmel und Ät. Dazu haben wir eine Blutwurst, eine richtige Flünz, die wir noch kalt stehen haben, da wir die ganz zum Schluss erst brauchen werden. Die wird dann in Scheiben geschnitten, in Mehl gewendet, rechts und links. Und dann in der Pfanne in Öl einfach schön kross gebraten. Dazu gibt es dann noch die Röstzwiebeln. Dann nehmen wir wieder Zwiebel. Die werden geschält, in Ringe geschnitten, mit Mehl und Paprika vermengt und dann in Öl kurz frittiert, dass sie schön kross sind. Und dann kommt das Ganze oben auf und dann kann man das servieren oder essen. Ich habe noch eine Frage zur Menge, und zwar der Flünz. Wie viel braucht man denn da pro Person? Wir wissen ja, dass die Funken an sich immer guten Appetit haben. Was muss ich denn da rechnen pro Person für eine Menge an der Flünz? Normalerweise rechnet man zwischen 150 und 250 Gramm Flünz pro Person. Für dich 150, für mich 250, damit das Mengenverhältnis gewahrt bleibt. Aber an sich rechnet man etwa für 5 Personen 1 Kilo Kartoffel, das gleiche an Äpfel, einen guten Stich Butter, ein Zehntel Liter Milch und Sahne. Das wären ausreichend für 5 Personen. Ja, Toni, schönen Dank, dass du die Kartoffel schon geschält hast. Sehr gerne. Jetzt können wir die Kartoffel grobwürfelig schneiden. Und ihr merkt schon, beim Schneiden die Kartoffel bleiben an der Klinge hängen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine mehlig kochende Kartoffel ist. Und die sollte man auch nehmen für die Himmel und Ät. Dann hat man nachher ein bisschen Stärke. Und ein bisschen Stärke können wir vertragen. Da kann ein bisschen mehr Butter und ein bisschen mehr Sahne rein. Okay. Dann schmeckt das Ganze so ein bisschen cremiger. So, jetzt haben wir die grob gewürfelt. Geben wir die einfach Topf mit Wasser. So. Geben Salz ans Wasser, ganz normal, wie auch bei sonstigen Salzkartoffeln, so nach Gefühl. So. Dann schalten wir ein und lassen die Kartoffel kochen. Wie lange? Normale Garstufe oder ein bisschen fester? Nee, die werden ganz normal weich gekocht. Das ist eine mehlige, die werden nachher auch etwas zerfallen. Ich denke mal knappe 20 Minuten. Ja? Wenn man sie ganz lassen würde, ein bisschen länger. Wenn man sie so hat, hat 2-3 Minuten weniger. Ne? So, das lassen wir jetzt kochen. Und dann können wir die Äpfel vorbereiten in der Zwischenzeit. Wir nehmen wieder die Äpfel. 6 Stück an der Zahl habe ich hier. Die eine Hälfte werden wir schälen. Auch
Toni, du hast letztens die Kartoffel so schön geschält, ganz auf die Äpfelschelle. Sehr gerne. Ja. Kann ich mich direkt etwas nützlich machen. Und die andere Hälfte der Äpfel vierteln wir einfach nur. Den dritten kannst du auch schälen. Jawohl. So. Machen das Kerngehäuse raus. Wir haben die Hälfte der Äpfel mit Schale gelassen, weil das sieht nachher immer recht schön aus, wenn das Püree nicht so einheitlich weiß ist, sondern wenn da ein bisschen Farbe drin ist. Ah, okay. Wieder was gelernt. Lieber Toni, jetzt haben wir die Äpfel gewürfelt, in den Topf gegeben. Jetzt geben wir Zucker dazu. Das kann ruhig ein bisschen reichlich sein. Das soll nämlich auch ein bisschen süß werden. Und dann geben wir Apfelsaft dazu. Also nicht in Wasser kochen. Apfelsaft. Nicht in Wasser, den Apfelsaft. Das verstärkt nachher nochmal den Geschmack. Und etwa so 0,2 Apfelsaft dazu. Aber das sehen wir nachher, wenn es runtergekocht ist, können wir immer noch ein bisschen nachgießen. Das sieht man, wie die Äpfel das haben. So. Und dann lassen wir das Ganze kochen. So. Ja, Peter, nachdem die Kartoffel kochen und jetzt auch die Äpfel kochen, glaube ich, haben wir uns eine kleine Erfrischung verdient. Ich habe da mal was vorbereitet. Das wäre nicht schlecht. Nämlich ein leckeres Peterskölsch aus dem Hause Kölscher Brautraditionen. Ja. Und ich würde sagen, auf die erste Runde. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle, sehr zum Wohle. Lecker. So, lieber Toni, jetzt sind wir soweit in der Vorbereitung gekommen. Wir haben die Kartoffeln sind gekocht, Wasser ist abgeschüttet, die Äpfel sind weich gekocht. Und jetzt geben wir das Ganze zusammen in einen Topf. Geben da einen guten Stich Butter dazu. Weißt du, was noch besser als Butter ist? Nein. Noch mehr Butter. Okay. So. Ein Sahne dazu. Das muss man jetzt nach Gefühl machen. Da kann man schlecht ein Rezept geben. Das ist immer wie die Also Kartoffel. Da kann man auch im zweiten Schritt nachbessern. Ja, ja. Wie die Kartoffeln gerade aufnahmefähig sind, das weiß man nie so im Vorhinein. Und dann wird das Ganze gestampft. Gestampft deshalb, da können nachher ruhig ein paar Stücke drin sein. Dann schmeckt das Ganze ein bisschen besser. Und man sieht, dass man keine Tüte gekocht hat, wo dann alles schön munches Maß parat klein drin war, sondern alles natürlich und alles mit guten Zutaten. Genau so. Das reicht schon fast. So. So, und jetzt probieren wir das Ganze und ob das doch schmeckt. Dankeschön. Peter. Könnte noch ein bisschen jetzt Schmackes dran, ne? So, schmeckt schon gut. Das hätte ich jetzt noch nicht mal mehr festgestellt. Mir schmeckt es schon ganz hervorragend. Ja, noch ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter. Butter kann nie genug sein. Und jetzt, für dich wäre es vielleicht gut. Ich mag es gerne ein bisschen süßer. Man kann das ruhig auch noch mal ein bisschen Zucker nachwürzen. Salz wäre nicht unbedingt notwendig, aber wie man es halt gerne möchte. Ein bisschen süßer, nicht ganz so süß. Ne? Ja, jetzt darf ich aber auch noch mal probieren. Sollst du auch noch mal haben. Rühren wir ein bisschen unter. So, ich denke auch von der Konsistenz ist gut. So, damit wir mit dem Löffel nicht wieder da reinjagen, machen wir das so. Der Fachmann spricht. Die Leute wollen ja nicht von meinem Löffel essen.
Ein wahrer Künstler. Super, gut. Peter. Und jetzt machen wir die Röstzwiebel. Dazu nehmen wir einen Topf mit ein bisschen Öl. Machen das heiß. So. Dann nehmen wir die Zwiebel. Jetzt schneiden wir die Zwiebel einfach auf Ringe. So. Jetzt zerpflücken wir die einfach ein bisschen, dass wir auch schöne Ringe bekommen. So. Jetzt bestäuben wir die Zwiebel mit Paprika. Wir haben hier Edelsüß. Kann auch scharf sein, wie man es gerne hätte. Das spielt keine Rolle. So viel ist nicht dran, dass man das scharf schmeckt oder dass man es süß schmeckt. So. Und du wunderst dich sicher, Toni, dass ich alles mit den Fingern mache. Ja. Das mache ich deshalb, weil ich A, viel Gefühl da drin habe. Und zweitens, die Zwiebeln werden nachher frittiert. Mhm. Da überlebt kein Keim. Dann kann man das machen. So, gut. Jetzt müssen wir schauen, ob unser Öl schon heiß genug ist. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wie testen wir das? Das zeige ich jetzt gleich. Wir nehmen einen Holzlöffel. Und wenn du den Holzlöffel hier reinhältst, dann muss der am Holz kleine Bläschen werfen, dann hat das Öl so etwa 140, 150 Grad, okay, wie zum Frittieren. Es dürfte noch nicht ganz so heiß sein, das sieht man schon. Es zerläuft noch nicht ganz so. Schauen wir mal. Ah, siehst du, es fängt langsam an. Also ist noch ein bisschen kalt. Okay. Warten wir noch eine Sekunde. Geben wir die Zwiebel da rein. Und durch das Mehl werden die schön kross. Nicht zu viel. Also nicht alle auf einmal? Nee, das wäre zu viel, okay, für das Öl. Okay. Die sollen ja rundum ein bisschen braten. Und jetzt zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, wie wir das Ganze ein bisschen drapieren können nachher. Wir nehmen ein paar Apfelscheiben, die haben wir eben zurückgelassen. So, dann gehen wir wieder unser altbewährten Apfelsaft in die Pfanne. Wir können auch Wasser nehmen, aber Apfelsaft zum Apfel gibt immer den besseren Geschmack. Nehmen wieder Zucker. Wer hat und kann auch braunen Zucker. Ist genau das Gleiche. So, dann lassen wir das kurz karamellisieren. Wasser und Zucker zusammen, wie Läuterzucker, kurz einkochen und dann abpassen, bevor es ganz dunkel wird, bevor der Karamell zu dunkel wird, geben wir ganz kurz die Äpfel rein, dass wir sie nachher nicht roh auf das Essen geben müssen. Jetzt fängt es langsam an zu karamellisieren. Die sollen nicht mehr garen, die sollen nur noch ein bisschen glasiert werden, weich werden. Dann nehmen wir eine Zitrone. Zitrone gibt immer einen guten Geschmack. Dann machen wir so ein bisschen. Dann behält es die Farbe. Gibt ein bisschen frischen Geschmack. So, und die drehen wir einfach nur noch mal um. Somit wären die Vorarbeiten jetzt soweit abgeschlossen. Jetzt kommt nur noch der finale Schritt, die Flünzbrote. Die Flünz nehmen wir ganz einfach aus dem Darm. Und ich habe darauf aufgepasst, mittlerweile gibt es auch bratfeste Flünz. Flünz besteht ja hauptsächlich aus Blut und Mehl. Und wenn man das brät, dann lässt die Bindung schon mal nach und dann verläuft das so schön in der Pfanne. Mittlerweile gibt es aber eine schöne Flünz, die können die fertig machen, dass die in der Pfanne nicht mehr zerläuft. Die bleibt so in der Form, wie du sie geschnitten hast.
Dafür schneiden wir die jetzt. So etwa 0,5 Zentimeter dicke Scheiben. Und damit da doch ja was wird mit dem Braten, melieren wir die kurz. Heißt, wir geben die ein bisschen in Mehl und dann in der Pfanne mit ein bisschen Öl. Dann lassen wir schon mal warm werden. So. Einfach rundum ins Mehl. Anklopfen. So, und dann können wir die in das heiße Öl geben. Und dann lassen wir die kurz von beiden Seiten eine Minute bis zwei braten. So, in der Zwischenzeit nehmen wir unser Himmel und Ät. So. Du hast großen Hunger. Mm. Du kannst ihn jetzt vertragen. Peter, wie es schon riecht. Der Hunger wird noch größer. So. Jetzt drehen wir die einmal kurz um. Jetzt ist sie wirklich schön knusprig gebraten. So. Können wir das auch ausmachen. Machen wir einfach drei Stückchen auf den Teller. Dann nehmen wir unsere Äpfelchen. Stecken wir einfach so damit dran. Nach dem Motto, das Auge isst mit. Ganz genau. So. So, dann geben wir die Röstzwiebel oben drauf. Ah, jetzt. So, diese Kombination von süß, herzhaft, auch mit den glasierten Äpfelchen, das ist der Gaumenschmaus. Peter, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Dann geh zu Tisch, dann serviere ich dir. Sehr gern. Ja, Peter, dann lassen wir noch uns trinken. Auf den Küchenchef. Zum vielen, Wohlsein. Vielen Dank, lieber Peter. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ja, Lev Lückscher, ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, Kochen ist zwar eine Kunst, aber durchaus eine Kunst, die man erlernen kann. Wenn ihr das Rezept nochmal in schriftlicher Form haben möchtet, schreibt uns gerne an unter kochschul@blaue-funken.de. In diesem Sinne, Madet Jod und bis recht bald. Von mir auch. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Und lasst euch schmecken beim Kochen. Lecker. Sehr lecker.